Das ist Medienarbeit, die wir lieben, aber sehr, sehr schnell. Es dauert ja keine 3 Minuten, die ihr macht. Wir bekommen gerade noch einen Aufkleber. Wird der Müll jetzt, ganz kurz, wird der Müll jetzt dagelassen? Wir haben hier 100 Meter Stacheldraht. Und damit werden wir jetzt das Europäische Haus in Berlin einzäunen. Jetzt habe ich schon ein paar Fragen dazu. Wird der Müll jetzt da liegen gelassen oder was passiert damit? Ganz kurz, das kann ich ja gerne mitnehmen, kein Problem, den Aufkleber. Aber der Müll bleibt ja einfach da liegen? Ist das irgendwie im Sinne eines Nachhaltigen? Ach, ist das wirklich so? Ist ja interessant, kann das sicher sein? Bitte filmen Sie mich nicht, bitte interviewen Sie mich nicht. Aber ich frage Sie doch nur, was Sie hier machen. Und ich bitte Sie filmen Sie die ganze Zeit auch. Ich bitte Sie, mich nicht zu interviewen. Aber es ist sehr interessant, was Sie da gemacht haben. Sie wollen doch genau das machen. Sie dürfen das nicht verwenden. Ach, das ist aber gemein. Ja. Aber interessante Medienarbeit, wenn Sie einfach nur hingehen, 3 Minuten was filmen. Eigentlich weiter verfolgen? Ja, unbedingt. Sie haben ja gerade da oben was liegen gelassen. Das ist ja sowas wie. Doch, Sie haben hier eine Menge liegen lassen. Sie sind Teil der Gruppe, die oben gerade Stacheldraht liegen lassen hat und irgendwelche Schwimmwesten. Also ich finde es ja interessant, aber Sie sind ja sehr schnell. Ich kann ja kaum nach. Also der Rest der Truppe muss ja auch hier irgendwo sein, oder? Treffen Sie sich jetzt? Bitte belästigen Sie mich einfach nicht und dann ist auch in Ordnung. Ich würde sagen, wir gehen einfach spazieren gemeinsam und reden darüber, was Sie hier geschrieben haben. Schön. Frontex versenken. Ist das gewalttätig? Ist ein Ding. Was genau passiert ist, kann ich gar nicht genau sagen, weil es so schnell ging. Ein paar junge Leute haben mir einen Aufkleber in die Hand gedrückt. Bitteschön. Ich nehme den zurück. Der ist schlecht. Der ist böse. Ich wusste natürlich, dass hier was ist, weil wir es gehört haben. Und dann wollten wir gucken und mit Leuten sprechen, was sie zum Thema Wohlstand, Frieden, Sicherheit in Europa sagen wollen. Aber es ging recht schnell, weil es einfach nur eine Aktion war, um sozusagen auf eine wohl heute Abend anstehende Versammlung, ich sag mal, hinzuweisen, unangemeldet. Wir fordern die sofortige Rücknahme der GEAS-Reform. Wo nochmal was sein soll, genau hier. Und man hat jetzt hier fatalerweise mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt in Europa den ganzen Müll liegen lassen, nämlich Stacheldraht und Westen. Und die Mutmaßung ist, glaube ich, nicht ganz kühn, dass es darum gehen soll, wie auf dem Aufkleber auch, Frontex zu versenken. Also, man soll Europa nicht schützen, man soll Europa weiter einer unkontrollierten Masseneinwanderung ausliefern. So jedenfalls verstehe ich den Wunsch der Linksjugend, was ich nicht gut finde.